Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wir sind heute am Moskitosee unterwegs und jetzt kommen die ersten Bisse rein. Und ist ein Trophy-Spot von Karauschen und Giebel, aber man fängt hier ab und an auch echt gute Schleien auf jeden Fall. Und ja, wir haben ja gelernt, die Trophäen bringen auch gutes Geld. Ich hatte gestern Abend 40 Minuten geangelt und hatte satte 250 Silber. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Also die kleinen Viecher sind auf jeden Fall gut gebufft worden. Und gucken mal im Kescher rein. Nach Gewicht. Ne, Karauschen-Trophäen und Giebel-Trophäen. Auch Schleien ein paar. Wie gesagt, wurden auch Trophäen Schleien hier gefangen. 2,8 Kilo, die größte Karausche. Ich weiß gar nicht, ob die ab 3 Kilo genau Trophäe blau wäre. Eigentlich deswegen bin ich hier. Ist jetzt meine größte gewesen tatsächlich. Und man sieht im Chat, werden jetzt wieder Trophäen gezogen. Wie gesagt, ich habe gerade erst reingeworfen. Dauert ein bisschen mit dem Spot, bis der anläuft. Dann haben wir den nächsten Biss. Ja, und ich hoffe mal, dass ich vielleicht die blaue Karausche kriegen kann. Wir gucken jetzt gleich auf jeden Fall mal ein Setup rein. Und der ist ab. Das dürfte auch keine Trophäe sein. Wird aber noch werden mit Sicherheit. So, nehmen wir die mal. Ist auch keine. So. Ist zwar ein Anfängersee, aber jetzt nicht unbedingt so ein Spot für Leute, die gerade in dem Spiel geboren werden, weil wir sind ja hier mit Pop-Up-Pop-Up-Boily unterwegs. Ich habe jetzt einfach mal hier, die Farbe ist eigentlich wurscht, die Bleifarbe, Bleifarbe ist doch wichtig, Entschuldigung. Die ist unwichtig hier, das Vorfachfarbe habe ich einfach grün genommen. Braunes Leadcore scheint hier nicht zu interessieren. Die Farben jetzt hier Einserhaken. Dann haben wir Old Pal Erdbeere 15 Pop-Up. Frische Himbeere Pop-Up 16. Himbeercreme. Man muss jetzt nicht unbedingt PVA machen. Man könnte es ja auch in den Ballen reinkloppen. Oder mit einer Futterrakete. Gemahlener Biskuit. Dann diese drei Erdbeer-Feed-Pellets. Einmal ein Himbeer-Feed-Pellet 12. Und Aroma Erdbeeren und Gewürze. Ja, Erdbeeren und Gewürze. Und geklippt habe ich auf 8 Meter. Wir gucken jetzt mal, wir stehen ja hier am Anfang. Am Anfang quasi. Na, jetzt geht's los. Trotzdem noch keine Trophäen dabei. So, quasi, wir fangen mal ja an und dann hier dieser Steg. Ja. Oder hier steht ja nochmal das Boot. Das Boot habe ich weggemacht, geht mir sonst tierisch auf den Sack. Ja, und dann einfach mal nur 8 Meter da rein. Also hier sieht man es auch nochmal. Wir stehen hier auf dem Steg im Wasser. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Kann man seine Trophäenwertung etwas anheben. Und wie gesagt, ich sitze jetzt hier wegen einer blauen Karausche. Muss man natürlich viel Glück mitbringen. Wie so oft für blau zu kriegen. Und zumindest geht es jetzt mal los hier. Futter scheint voll zu wirken jetzt. Auch nichts. Oh, der ist fleißig ab am Räumen. Die Trophäen am Sammeln. Aber das ist immer so, man kommt an, dann dauert das ein bisschen, irgendwann beißen die Trophäen hintereinander und dann ist sowieso wieder Ruhe. Das ist bei jedem eigentlich dasselbe. Da muss man eben das Glück haben oder eben nicht für blau. So ist das. Wie gesagt, wir können jetzt gleich mal zum Fischmarkt rüberhüpfen. Ich finde, das haben sie wirklich gut gemacht auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall weg, kann man liegen lassen. Verdammte Scheiße. Gucken wir nochmal alles drauf. Jo. Nehmen wir den noch mit. Das könnte eine Trophäe sein. Ja, das wird es auch sein. Dann haben wir eine. So. Wie gesagt, zum Schnitt 25 Silber für eine Trophäe. Ja.
ziemlich erstaunlich. Gut angehoben worden, auf jeden Fall die Geschichte. Ne, Kaffee wollen wir nicht. Fischmarkt. Wir gucken mal nach Preise. Und ihr seht, die Karausche 26, 22, so 18 bis 20 Silber. Und da haben wir jetzt 300 Silber in, ja, stehe ich jetzt hier 10 Minuten, 50 Minuten von gestern an zusammengerechnet. Das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, in der Hoffnung, wenn man noch Blau braucht. Ja, danke fürs Einschalten in diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Ich habe noch ein bisschen Zeit voller Arbeit. Ich werde jetzt mal gucken. Ah, da, oh, das könnte sehr gut sein. Gucken wir mal. Den nehmen wir noch mit. Ja, Giebel haben wir schon. Ja, manchmal denkt man, aber dann ist es immer noch nur 2,1 Kilo. Ne? Aber ihr seht, Spot läuft. Macht's gut. Ich wünsche euch Glück, wenn ihr was Blaues hier braucht. Oder wie auch immer. Bis dann und tschüss.